Okay. Ich glaube, wenn man hier hochgeht, müsste man auch die Chance bekommen, einen Djinn zu kriegen. Ich weiß jetzt aber nicht. Ihr seht ihn da bestimmt auch, wie er sich bewegt. Was es bewirkt. Es hatte irgendwas mit der Glocke zu tun. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht mehr genau, was man machen muss. So, jetzt ist er da hochgegangen. Kommen wir denn auch da hoch? Ja, da kommen wir hoch. Ich glaube, da bleibt er dann sitzen und wir können uns auf den Weg zu ihm machen. Finde ich schön. Ist gerade nur die Frage, wo dann beginnen. Ich weiß, der Hund. Stimmt, der Hund sagt uns was. Ja, wir können nämlich auch noch die Gedanken von Tieren lesen. Ist das nicht toll? Diebstahl mitten eines Vulkanausbruchs. Den Menschen scheint Geld wichtiger zu sein als ihr eigenes Leben. Ja, Hundi, das musst du nicht verstehen. Menschen sind schon komische Wesen. Ah, da ist doch diese komische Hütte, die ich gesucht habe. So, erstmal machen wir Iron wieder fit. Beleben sollst du uns. Ja, 40 Münzen. So, und jetzt geht's dir wieder besser, Iron. Ich passe in Zukunft echt mal mehr auf. Das war echt, naja. Aber was wäre ich, wenn ich nicht in einem neuen LP wieder so einen schönen Fail einbauen würde? Es würde einem doch fehlen, oder? Ich bin zwar auch der Meinung, dass es nicht sein muss, aber anscheinend gehört es wohl dummerweise schon dazu. Hey, vielleicht ist mein Nachbar der Dieb. Ach, dann nicht, blödes Kind. Behalte deine Gedanken doch für dich. Ich glaube, diese Kinder können nirgends hin, da der Alfberg ausgebrochen ist. Nein, wir sind eigentlich ganz wohlauf, im Gegensatz zu anderen Leuten. Na dann, wollen wir mal diesen komischen Kauz hier andenken? Oder sprechen wir erst mit ihm? Wir sprechen erst mit ihm. Entschuldigt? Beschuldigst du uns etwa, Meister Hammeds Stab gestohlen zu haben? Nein, ich habe doch gar nichts gesagt. Ha, sicher. Ich wusste, dass du zu clever bist, um irgendwelchen Gerüchten Glauben zu schenken. Aber das waren nicht wir. Wir wissen nicht mal, was überhaupt gestohlen worden ist. Hast du nicht gerade gesagt? Ja. Es sieht so aus, als hätten sie Verdacht geschöpft. Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Oh je, Junge, das war so offensichtlich. Offensichtlicher geht's gar nicht mehr. So, soweit ich weiß, müssten im Hotel noch oben welche rumlungern. Diese falschen 50er. Ah, Jackpot. So muss das sein. Und dann gehen wir mal hoch. Tatsache. Gutes Gedächtnis. Was wollt ihr? Sieht so aus, als hätten sie diesen gruseligen Jungen dabei. Ich kann ihn nicht leiden. Haltet ihn bloß fern von mir. Ja? Meint ihr etwas? Yes, hier ist nicht gruselig. Der ist eigentlich sogar voll knuffig. Ja, super. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Die sind einfach zu schnell. Wir müssen uns eine neue Strategie ausdenken. Sie verhalten sich verdächtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Ja. Wieso übrigens ich? Ciel muss doch lesen. Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zu fangen? Was war denn das gerade? Leck? Das klang ganz schön laggy. Vielleicht können wir drei sie umzingeln. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Tatsu, du übernimmst die Führung. Ei, ei. Und los geht's. Hey, da sind sie wieder. Oh, sie wollen uns umzingeln.
Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen fangen lassen. Ivan, du gehst darüber. Ja. Färchen euch alle auf einen Platz. Ivan, wo gehst du denn hin? Wir hätten sie fast gehabt. So, einen haben wir auf jeden Fall. Oh nein, ich bin umzingelt. Jetzt ziel! Als wäre ein Pokémon. Ah, also gut. Was ist das? Was macht er da? Er hat seine Augen geschlossen. Was hat er jetzt vor? Bist du fertig, Ciel? Was hast du erfahren, Ciel? Sie waren es. Ich glaube, sie haben auch noch jede Menge anderes Zeug gestohlen. Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hier in diesem Gasthof verstecken. Aber sie werden sicher nicht zulassen, dass ich ihnen nochmal zu nahe komme. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als den Gasthof zu durchsuchen. Ja, überlass das nur uns. Tatsu hat noch nie versagt. Ich vertraue deinem Pflichtgefühl. Dann ist es entschieden. Lass uns gehen, Ciel. So, und jetzt scheißen sie sich... Sie scheißen sich ja gar nicht mehr ein. Nein! Lasst mich in Frieden! Aufhören! Na okay, sie scheißen sich ein, wenn ich mit ihnen rede. Wahrscheinlich auch, wenn ich ihre Gedanken anzapfe, oder? Ja. Wir sind ja so gruselig. Gut, hier irgendwo im Gasthof sollte es sein. Es sollte sich von allein erklären, dass es dann höchstwahrscheinlich nicht hier rumliegt. Weil da war ja gerade nichts und jetzt steht hier die Frau. Er sollte jetzt eigentlich das Dach reparieren, aber ich kann ihn nirgends finden. Vermutlich treibt er sich irgendwo herum und faulenzt nur wieder. Der komische Typ da ist aber immer noch da. Dann gehen wir mal schauen, wo wir landen, wenn wir durch dieses Loch gehen und... Aha! Hier ist doch was im Busch. Verdammt, und ich hätte speichern sollen. Fällt mir gerade ein. Ich... Idiot. Oh, wie er da wubbelt und geknebelt ist und... Hey, ich kann speichern! Geil. Okay, wir können weitermachen. Oder gehe ich nicht doch lieber? Du Junge, ich gehe doch lieber nochmal trainieren. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was wir gleich machen müssen. Ich möchte offscreen nochmal kurz ein kleines Training absolvieren. So ein bisschen die Charaktere hochleveln. Und da fällt mir ein, Ivan kommt ja gar nicht mit, wenn ich leveln gehe. Wie sieht es bei ihm eigentlich aus mit den Werten? Und da werfen wir mal einen Blick drauf. Level 3, Level... Ach, er ist schon Level 4. Das heißt, wir können bis Level 4 ruhig mal ein bisschen was tun. Und ich kann vielleicht versuchen... Ja, du bleibst dann hier. Komme ich dann zu dem Jin? Ach so, dann kann ich den wahrscheinlich jetzt noch gar nicht holen. Blöd. 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 Okay, dann geht es hier beim nächsten Mal offscreen weiter. Ich denke, ich werde jetzt endlich schlafen gehen. Ich habe es mir verdient. Mach mir vorher noch einen yummy, yummy, lecker, lecker Kakao. Genau. Render nebenher die Videos, sodass ich für das Wochenende gewappnet bin. Und sage, liebe Grüße, eure Kyoko. Danke fürs Zusehen und entschuldigt, wie gesagt, die ganzen Lesefails. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder besser. Also dann, ciao!